So, du machst jetzt erst einmal wieder mit Mörs-Mortar. Was macht eigentlich mehr Schaden? Die da. Dann benutzen wir in Zukunft die da. So, Trank. Und Trank. Und die geben wir ab. Dass wir Mörser zur Not Tränke machen können. Mitten im Kampf. Das klingt auch irgendwie lustig. Und ja, jetzt habe ich es kapiert. Da bräuchten wir den Schlüssel, den wir da bei den Skelettkriegern kriegen. Philosophenstein. Durch bitte. So, das heißt, wie gehabt, wir gehen da runter. Verletzen uns mal ordentlich. Verletzen uns sehr ordentlich. So. Trinken mal. Lassen die Vorderen mal was trinken. So, töten den Schwertkämpfer, der richtig nervig ist. So, töten den. Komm. Na komm. Na, das war nichts. Ich hoffe mal, dass der andere jetzt nicht wieder gleich um die Ecke kommt. Ist schon mal gut, dass wir den Schwertkämpfer zuerst ausschalten konnten. Und ich finde es gut, dass wir den Alchemisten haben in der Gruppe. Okay, da kommt der andere um die Ecke. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir schnell die beiden, den einen ausschalten. Okay. Genau so, nämlich. Und das ist dann hoffentlich die letzte Ratte hier unten. So, jetzt benutze ich lieber wieder Wurfwaffen. Na komm. Ein Schaden. Das ist super viel gewesen. Sie hat Hunger. Iss mal was. So, genau. So. So. Weg mit dir. Würdest du jetzt endlich mal sterben? Komm. So, Dankeschön. So, du stellst noch mal einen Heiltrank her für sie. Du brauchst was zu essen. Bei den anderen geht's noch, ja. Kurz rasten. So. Noch einen Heilpilz einsammeln. Ihre Wurfgeschosse. Nochmal zwei Heiltränke, dann kriegst du einen von und du einen von. Ja. Den Hebel da drücken traue ich mich noch nicht, bevor ich nicht weiß, dass hier alles clear ist. Pfeile. Pfeile ist schon mal gut. Fackel. Eine Feuerbombe. Knöpfe. Keine Knöpfe. Nein, keine Knöpfe. Dann wohl Hebel. Okay, Hebel macht den Teleporter auf.
der mich wieder hierhin bringt und der bringt mich hierher zurück. Gut. Und ja, wieder zurück zum blauen Kristall. Ich möchte nämlich speichern, bevor ich die Skelettviecher nochmal versuche. Wie sieht's mit Tränken aus zurzeit? Du hast noch genug, also gib ihr mal einen Trank. Bomben können wir da runter, dass nur die Lockpicks und die Pfeile übrig sind. Ihm einen Trank. Und ihr einen Trank. So, LP011. So, und die neue Taktik ist, wenn wir zu sehr angeschlagen sind, verpieseln wir uns nach da unten, rasten und ja. Rasten und heilen uns. Kommen wieder hier hoch und töten alles. Wow. Oder kriegen einfach mal ordentlich einen in die Fresse. Ja. Oder wir lassen uns erst einmal so einkeilen. Töten den einen, trinken einen Trank. Und versuchen dann, die Jungs hier zu töten, ohne uns einkeilen zu lassen. Genau. Ja. So, gehen hier durch. Verpassen im Rückwärtslaufen dem einen. Und noch einen gleich. So. Okay, jetzt keilen sie uns wieder ein. Das ist nicht so schön, aber wir haben sie wenigstens gut angeschlagen. Nein, das ist eigentlich weniger gut. Trinken. Gib mal ihm die Tränke. So, kriegen wir den einen noch tot? Du trinkst den letzten Trank. Ja, kriegen wir dich noch tot. Ja, kriegen wir. So, ein Schild. Health minus 15. Ja, okay. Und noch Helme. Sonst war da nichts. Nö, aber hier war was. Ein Kompass, okay, Brot, das Ding. Was steht hier? Ich hatte mehr Ausrüstung, als ich tragen konnte. Also habe ich welche direkt zwischen den zwei Laternen im östlichen Twigwood Forest hinterlassen. Oh ja, das ist mal eine schöne Nachricht. Und wir müssen irgendwann mal wieder aussortieren. Okay, ich hätte einfach den hier töten müssen. Und noch ein Schild. Okay. Was liegt hier noch so rum? Eine Lederhose. Du hast noch keine Hose. Da hinten komme ich nicht hin. Jedenfalls nicht von hier aus. Blowpipe. Sleep Dart Special Attack. Hold down Attack Button to use. Ach so. Da steht jetzt, wie man die Sachen verwendet. Hä? Was brauche ich für... No Ammo. Ich werde davon für aber nicht sowas brauchen, oder? Nee. Pebbles? Nö. Okay. So. Ah. Ah, ja, okay. Blowtarts, das macht natürlich Sinn. Die macht nämlich etwas mehr Schaden.
Und ich kann damit eine Sleep Attack. Sleep Dart. Okay. Gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben keine Lebenstränke mehr. Da können wir nicht lang gucken, weil wir diese Falltür nicht zukriegen, gell? Ja, die hat nämlich keine Klappen, die Tür. Hier sind auch nirgendwo Knöpfe in der Nähe zu sehen, oder? Nein, hier nicht. Hier sowieso nicht, hier auch nicht. Hier ist noch eine Fackel. Hier ist ein Knopf zu sehen. Ein Secret. Weed Helmet. Eine Fackel. Du bist kein Knopf. Reed Helmet. Leichte Rüstung. Evasion plus 2. Du hast noch gar keine Kopfbedeckung auf, sehe ich gerade. Da kriegst du die mal. Obwohl, nee, ich mache das anders. Ich gebe ihr die, dass sie mal etwas Evasion kriegt. Und du kriegst die dafür. So. Sonst sehe ich hier nichts. Nee. Das heißt, wieder zurück zum blauen Kristall. Und dann können wir da weitergehen, wo uns der Leprechaun aufgelauert hat. Alles gesperrt hat. Das müsste... Nein, hier ist falsch. Hier ist das Rattennest gewesen. Das war wirklich ein Nest. Du kriegst ja noch Erfahrungspunkte, oder? Ja, ihr kriegt alle. Also nur wenn sie tot sind, kriegen sie keine Erfahrungspunkte. Merken. LP 012. So. Überladen ist keiner. Gut. Schlüssel. Eingestürzte Wand. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das sah komisch aus. Ist da der letzte Stein etwa schon? Okay, der blöde Leprechaun macht sich Spaß mit mir. Und ich höre hier auf jeden Fall was rumlaufen. Okay. Jetzt trollt er mich. Jetzt trollt er mich definitiv. Und er bewirft mich ganz böse mit Steinen. Okay, ich versuche mal bei ihm die Sleep Darts. Nicht so gut. Der betätigt einfach alles. Und ich kriege ihn nicht tot. Und da ist eine Schildkröte. Und ich bin tot. Ja, ich bin definitiv tot. Nein, bin ich nicht. Uff. Hier bin ich erstmal sicher.
Das war knapp.